Und willkommen zurück, Leute. Crossout geht weiter. Und das ist mein neues Fahrzeug. Ihr seht, wenn ich jetzt mal auf Escape drücke, seht ihr, dass ich gar kein Fahrzeug mehr habe von den alten. Die habe ich komplett einfach mal abgerissen, weil ich mir gedacht habe, das rote Bonbon-Auto, das habe ich hier so nicht mehr gespielt mit den Sägen. Warum nicht die ganzen Bauteile auch mal hier dran nutzen? Und das ist immer das Fahrzeug. Ich habe übrigens, ihr seht ihr hier unten drunter noch ein. Ich habe ja so eine Kette mal gekauft, so ein Kettenrad, Dingsbums. Und das habe ich im Storage einfach mal rumliegen gehabt. Und da habe ich mir gedacht, komm, das setzen wir jetzt einfach mal hier unten drunter. Wenn mir mal die Reifen abgeschossen werden, habe ich vielleicht noch ein bisschen Glück, dass ich da irgendwie noch ein bisschen mit besser klarkomme. Dass ich dann wenigstens damit noch weiterfahren kann. Werden wir mal sehen, ob es überhaupt klappt. Ich habe mal ein bisschen getestet, hat ganz gut geklappt. Vielleicht ist die Seite nicht so gut geschützt, aber ich habe leider nicht mehr so viele Bauteile gehabt und ich musste hier irgendwie vorne das Teil so ein bisschen zumachen. Ich hätte das eigentlich auch anders lösen können. Ich hätte das hier noch hier vorne bauen oder das nach da. Egal, wir haben das jetzt erstmal so. Das Fahrzeug wird wieso in den nächsten Tagen einfach mal nochmal abgerissen und nochmal neu gebaut. Aber für den Anfang ist das ganz okay. Und diesmal wollen wir nicht so viel quatschen. Ihr wisst ja, in der letzten Folge hatten wir... haben wir ja geguckt zusammen. Ich brauche hier noch einen von diesen Defender Side Turrets. Davon brauche ich immer noch so viele Bauteile. Und wir müssen ja dann noch für die Nomads hier in Level 5 werden. Also da sind wir auch noch weit von entfernt. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal Battle und dann wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ob wir damit gut spielen können. Es geht direkt los. Das ist ja supi. Das ist ja supi, pi, pi, pi. Achso, Leute, bevor ich es vergesse, eine kleine Bitte, wenn ihr die Let's Plays doch gut findet von mir, nicht vergessen auf den Like-Button zu drücken, also Daumen hoch, weil das ist ja meistens so, die Leute, die das gut finden, die gucken das dann zwar immer wieder, vergessen aber auf den Like-Button zu drücken. Ein einziger, der es dann nicht mag, der drückt natürlich dann als erstes auf den Daumen runter-Button und dann ist das so gesehen der, oh. Ich muss noch mit der Lenkung klarkommen. Das ist dann natürlich das der Ausgleich mit Daumen, oh, Daumen runter. Oh wei, das mit der Lenkung muss ich aber. Oh Mann, das mit der Lenkung muss aber noch hin. Das muss ich noch machen hier. Meine Fresse, ey. Das ist, glaube ich, jetzt durch die Ketten macht er jetzt noch mehr Schwenker. Ich glaube, ich sollte dann doch mal ein. Ich krieg's nicht gelenkt. Er fährt gar nicht mehr. Guck mal, er fährt nicht mehr. Ich komme nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück. Was ist das denn hier? Stehen geblieben oder was? Ich krieg's nicht. Ich komme nicht mehr vorwärts. Guckt euch das mal an. Ich kann nicht fahren. Das glaube ich, die Ketten sind das. Ja, das ist natürlich jetzt doof. Dann fahren wir eben zum Ziel. Oh, ich glaube, die Ketten sind zu hoch. Ja, wir schaffen es bis zum Ziel. Oh Gott. Ich bin irgendwie aufgesetzt gerade, Leute. Das kommt also jetzt nicht gerade jetzt in diesem Augenblick. Na toll. Say goodbye. Ich bin gerade... Meine Räder standen höher als der, als die Ketten. Das war ein bisschen blöd. Ich konnte nicht mehr fahren. Das war so ein kleiner Bodenhügel. Na toll. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, hier unten drunter die Ketten zu setzen und dann wird das... Also machen wir Folgendes. Wir lassen jetzt mal ganz kurz das Spiel zu Ende gehen und dann gehen wir sofort in die Garage. Das muss dann leider abmontiert werden. Schade. Sehr schade. Ich habe übrigens eben noch ein paar Runden gespielt und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben das ja ausgewogen, das Spiel, damit man vom Powerscore nicht mehr so hochkommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Team... Balancing ist echt noch total Banane in dem Spiel. Also wir haben jetzt gerade eben ungefähr 5 bis 6 Runden gespielt, immer gegen eine gleiche Gruppe von Spielern, die haben nie getauscht und die waren so stark. Die waren so stark. Wir haben immer irgendwie Maximum 1 oder 2, ja, Maximum 2 oder 1 gekillt. Und das fand ich dann irgendwann sehr, sehr, sehr frustrierend. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen blöd hier mit diesen Ketten. Muss natürlich dann wieder alles umgedacht werden, weil sobald ich das nämlich weg habe, dann brauche ich das breite Fahrzeug ja dann schon wieder nicht mehr.
Machen wir denn da? Dann brauchen die ja nicht mehr so weit vorne stehen. Dann braucht das auch nicht mehr so sein. Ach man. Schade. Ich habe jetzt extra so das Kettendingsbums hier. Vielleicht kriege ich das. Machen wir folgendes. Dann gehen wir mal so zurück. Vielleicht setzen wir dann eben einen Reifen hier rein. Vielleicht kann man den hier. Ich muss mal ganz kurz was testen. Der gibt ja nicht um. Das guckt euch das mal an. Kennt ihr diese Piaggios aus Italien? Das sind so meistens so Obstverkäufer. Und dann hat man keinen Reifen mehr. Das passiert dann ganz schnell. Okay. Wir wollen natürlich dann auch Reifen hinsetzen. Und mal gucken. Ich brauche die ja dann nicht mehr so weit vorne. Ne, das ist zu weit so. Und dann der andere hier. Okay. Jetzt hätte ich dann natürlich lieber hier so einen Schutz gehabt, weil die Reifen natürlich immer als erstes abfallen. Kann man den da hinsetzen? Wie viele Bauteile habe ich denn noch? Keinen mehr. Aber ich kann ja noch ersetzen. Da die Stacheln sind ja eigentlich nur Gimmick. Das ist ja eigentlich totale Gacke. Was kann ich denn langes da hinsetzen? Das ist zu kurz. Das mit dem Drehen ist immer hier so eine Sache. Dann komm schon. So. Machen wir so. Habe ich wenigstens noch so ein bisschen geschützt. So. Sieht doch gut aus. Hier zwei Schüsse. Anderthalb Schüsse haben wir dann wenigstens aufgehalten. Könnte das aber auch noch anders machen. Könnte das nämlich so machen, dass ich das hier drehe. Genau, und das passt doch auch hier rein. Na? Weißt, dass du da reinpasst? Genau. Weißt, dass du da reinpasst? Ah, hier sind die Reifen hier im Weg, oder wie? Boah. Was macht das weg? Ist das meine Maus? Ist echt. Der schmeißt mir, reißt mir immer alles ab irgendwie. Ich hätte das doch so. Was geht hier nicht rüber? Schade. So wird das noch gehen. Dann hat man natürlich dann hier so ein. Macht aber auch nichts. Macht gar nichts. Ich glaube, das lasse ich so. Ah, nee. Dafür war es gedacht. Irgendwo muss das Ding ja halten. Oder? Geht das trotzdem noch? Ne, es hält so. Dass ich mich abmache. Dann hier so reinschiebe. Dann machen wir es eben so. Muss noch was weiter rausschieben? Ne. Nur so. Dann machen wir es eben so. Ist okay. Sieht ja auch nicht schlecht aus. Okay. So, Testfahrt. Lenkt er da unten mit? Ich glaube schon, ne? Das ist auch eine Lenkstange gewesen. Okay. Irgendwas ist da jetzt getroffen worden und dass meine ganze Reifenaufhängung abgefallen. Das müssen wir echt gucken, dass wir das. Also ich habe hier die Seite, die ist nicht gut geschützt. Ihr seht, das Fahrzeug brennt jetzt und dann ist es vielleicht schon tot. Aber ist egal. Wir werden das jetzt nochmal hier, zack, in den Kampf und dann werden wir es im Kampf testen. Ja, ich komme bestimmt jetzt, glaube ich, wieder so eine gleiche Mega-Monster-Gruppe. Ach ja, übrigens hat ja jemand geschrieben gehabt, Dex spielt doch mal wieder mit den anderen zwei. Ja, oh nein. Also, wir brauchen das Spiel jetzt nicht abzuwarten, dann gehe ich nochmal raus, weil jetzt bin ich ja genau vor den gespawnt. Das war natürlich doof. Ja. Ich würde gerne mit den anderen zwei spielen, aber entweder spielen die im Moment andere Spiele oder die haben einfach gerade keinen Bock, weil, wie gesagt, das Spiel ist auch, es ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr spaßig mit den ganzen Bauten und wenn man eine gute Runde hat, dann hat man richtig viel Spaß, aber es ist auch noch sehr, 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 sehr frustrierend, das Spiel. Also gesehen, wer sowas nicht abhaben kann, der ist da ganz, ganz schnell frustriert und will dann nicht mehr mitspielen. Und das ist im Moment so beim Grave, der hat da echt
Kein Bock, jedes Mal gegen diese Ultras zu spielen oder einfach viel zu starke Gegner. Das macht dann einfach keinen Spaß. Ich glaube, das mache ich nicht so. Das passt nicht. Weiß. Doch so, okay. Und ja, ich gebe ihm auch dann recht. Also wenn man das nicht so abhaben kann, ich reg mich ja auch manchmal richtig drüber auf, dass einfach immer jedes Mal bei einem Schuss das ganze Fahrzeug kaputt ist. Und dann guckt man sich das an, dann spielt man gegen so Level 40er oder höher oder sonst was. Und die haben dann einmal schon die besten Kanonen von allen. Ist dann schon ein bisschen ärgerlich. Hier hätte ich noch eine Verlängerung setzen können, aber ich habe leider keinen Punkt mehr. Den Spoiler, den brauche ich ja. Der gibt ja Bonuspunkte, seht ihr hier oben, nicht? 2%. Das ist okay, aber es ist natürlich jetzt nicht so. Ich finde, diese Kabine ist auch sehr, sehr schlecht im Gegensatz zu den anderen Kabinen, wo man draufbauen kann. Die ist auch hier so, dieser Hubbel sieht zwar nett aus, aber die ist sehr schlecht geschützt. Kann man denn hier noch nehmen? Die ist hier angebaut. Das ist der Punkt. Wenn das Ding abfällt, dann fällt alles ab. Seht ihr? Wenn das eine Teil abfällt, dann fällt alles ab. Das ist nicht gut. Das eine Teil abfällt, dann fällt alles ab. Wie machen wir das denn? Die einzige Lösung wäre, der innere Reifen mal abzumachen und na egal. Ich lasse es jetzt erstmal. Ich wollte jetzt mal testen, wie das auch wirklich so funktioniert. Jetzt gehen wir nochmal in so ein Battle. Das wird bestimmt das gleiche Battle sein und ich kann es mir jetzt nochmal von oben angucken. Okay, wenigstens stehe ich dann nicht direkt neben den Gegnern. Also meine Front ist schon gut geschützt, da kann man nichts sagen. Wenn aber dieses eine Teil dort abfällt. Oh, Entschuldigung. Lenken tut er ganz gut. Das ist auch zwar ein bisschen eierig, ne? Hier, aber ist okay. Die Steuerung ist sowieso. Oh, das sind David, Peter und der. Ach so, da muss man aufpassen. David. Schnell, schieß! Du Sausack, du! Pella, hört mich mal! Komm schon, komm schon, komm schon! So! Und dich kriege ich auch noch. Yes, schade. Den dritten hätte ich eigentlich auch noch killen können. Hätten mir aber auch gerade meinen Bossplanscher weggeballert. Super, 1700 Punkte. Gar nicht mal so schlecht. Wir sind bald Level 16. Und was ist das? Falscher Reifen. Ich brauche für welche von den ganzen normalen Small Wheels. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade wirklich die Luft angehalten, weil ich wollte gerade schießen und dann plötzlich war der Wasp Launcher nicht mehr da. Sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Das gefällt mir irgendwie. Das ist sowieso, also wenn ihr das Spiel spielen solltet und gerade am Anfang seid, macht euch da mal keine Sorgen. Die Fahrzeuge am Anfang sehen immer hässlich aus.
Das Spiel wird erst dann interessant, wenn man viele, viele Bauteile hat. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Okay, jetzt gehen wir mal auf den. Das ist unser Our Base, okay. Wollen wir mal gucken gehen. Flüchte, flüchte! Fährt er wirklich hinten rum? Ehrlich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Huch! Ich wollte gerade sagen, mir ist ein Reifen abgefallen. Ich habe mich schon gewundert, wo der Reifen hin ist, aber alles in Ordnung. Da ist er. Oh. Also dieser Raketenzeugs, Dingsbums. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist echt ziemlich stark. Die machen natürlich sehr, sehr viel Schaden auf einmal. Und wie jetzt dieser Warsplaner, ich habe sogar nur einen. Hätte ich davon jetzt mehr, dann wird das alles das ganz anderes sein. Ihr seht, zeigt 200 Punkte, 300 Schaden, keine Ahnung, so in dem Dreh. Und das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich für die anderen, die dann die ganze Arbeit machen. Oh, das wäre so einer von den ganz schnellen. So. So. Perfekt. Oh, das ist noch einer. Ich glaube, das wäre jetzt die Runde wäre schon vorbei. Und wir sehen den anderen auch noch. Da hinten schießt er. Was ist er nicht? Nein, da in der. Oh. Die hat sogar noch einen gekillt. Man of the Match. Super. Das hat mich gefreut. 1000. Aber ihr seht, ich habe 4 Kills gemacht und trotzdem nur 1500. Eben habe ich 1700 Punkte gemacht. Ich habe natürlich eben, glaube ich, mehr Schaden insgesamt gemacht. Also, da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen was drum gefixt. Dass habe ich ja ganz am Anfang irgendwo mal in den Spielen mal beschwert, dass man schießt auf alles, man macht eigentlich recht viel Schaden und dann kommt dann so ein hergelaufener kleiner Zwerg, der macht dann 2 Kills und hat mehr Punkte gemacht, alles drum und dran und man kriegt ganz wenig nur. Das haben sie auch gefixt. Es kommt so sehr, sehr oft. Oh, ich riech doch gar nicht so schlecht. Das haben sie gefixt. Was ist denn das für ein Kanon? Dings, Bums. Also, was haben sie gefixt? Es gibt ja fast jeden gefühlten zweiten Tag gibt es ein Patch. Und da haben sie es eben gemacht, dass man, wenn man viel Schaden macht, mehr oder genauso viel Punkte bekommt, wie die Leute, die einen Kill machen. Aber wie gesagt, ein Kill ist natürlich immer mehr wert als alles andere. Also, hat man einen Kill gemacht, dann kriegt man schon einen dicken Batzen Punkte. Ich fahre jetzt wirklich unter dem her. Der ist, der scheint mir ziemlich böse zu sein. Hoffentlich kommt keiner von unten. Oh, da war was. Oh nein! Das war ein böser Treffer. Aber wir haben ja noch 3 Reifen. Oh nein, haben wir gar nicht. Drehen, der schießt uns. Wir sind da hinten ziemlich gut. Der zielt wirklich auf mich. Der Geier. Dann schieße ich wenigstens ein bisschen Punkte. Komm. Ich wollte gerade schießen. Ne? 0 Punkte Runde. Sehr schön. Sieht so aus wie so eine Maus. Nicht Maus, der Panzer, sondern Maus. Einfach so mit dieser kleinen Spitze. Diese Reifen, die wollte ich ja übrigens auch immer schon mal gebaut haben. Diesen Spikes, die kriegt man bei den Lunatics. Ja, jetzt ist die Zeit, kommt. Oh. Nehmen wir alle Zeit der Welt. Wird eine Win-Runde und ich mache so einen Mist.
Ihr habt gesehen, der hat mich einmal getroffen. Das war mal eine große, dicke Kanone. Der seht ihr auch hier, der hat auch wieder so eine lilane Kanone. Das war ein Schuss. Entweder hat er mir dieses Bauteil abgeschossen, aber es waren ja die Hinterräder. Ich weiß nicht ganz genau, ob es einfach nur ein Lucky Schuss war. Was sind der Gegner? Das war Glück. Das war Glück. Der hätte mich jetzt auch sein. Oh, 52 Punkte. Oh je. Ich will zu hoffen, dass ich es jetzt noch in dieser Folge schaffe. Wir hatten ja letzte Folge, war ja, sagen wir mal, eine Mammutfolge, 47 Minuten. Ihr wisst ja, 30 Minuten, Maximum 35 Minuten mache ich ja immer diese Folgen. Sonst ist das zu lange. Einige freuen sich dann, andere dann vielleicht eher weniger, weil die da eben keine Zeit haben, vielleicht 40 Minuten am Rechner zu sitzen oder eben so eine Folge zu gucken. Aber wenn es nicht anders geht, dann geht es eben nicht. Und wir versuchen das in dieser Folge noch zu schaffen, auf Level 16 zu kommen. Ich gucke mir ja ganz gerne mal die ganzen Baumodelle an. Der sieht auch ganz nett aus hier, der Kleine. Hat was. Oh, das war falsch. Ich habe das falsche Kreuz gerade gehabt. Dafür gibt es diese Krater. Juhu. Schießen ihm die Reifen ab. Da war doch einer am Fischen noch. Der letzte. Wie süß. Sehr kleine übrigens. Aber es ist nicht der kleine von uns. Schießt ihn tot. Juhu, aber kein Kill gemacht. Egal. Oh doch, ich habe wohl einen Kill gemacht. Stimmt ja, ich habe ja diesen einen da. Ich habe irgendwie ein weiches Teilbein in den getroffen. Schon wieder die falschen Reifen. Na egal, dann sammeln wir die eben und verkaufen die teuer im Market. Wieder eine Tausender Runde. Es kann ja nur besser werden. Ich habe aber immer noch Angst. Das ist ja wirklich diese kleine Ecke hier unten an meinem Fahrzeug, ist die wirklich diese Achillessehne. Wenn ich da getroffen werde, fällt mein ganzes Fahrzeug auseinander. Also ich will hoffen, dass man bei Level 16 noch ein paar Bauteile bekommt, damit ich das irgendwie noch so ein bisschen schützen kann. Ich bin mal gespannt, wie das mal irgendwann aussieht, wenn ich mal Level 20 oder höher bin. Ob ich dann auch so baue, dass ich dann in die kleine Kategorie runtergehe, wie das die meisten machen hier, die Level 40er, die hier bei uns spielen.
Da unten ist doch schon einer von uns. Dann los. Er hat sogar einen gekillt. Gekillert hat er den. Alle Attack. Er kämpft hier um sein Leben. Oh, 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 danke, dass du mich drehst. Oh, das ist schön. Oh, wei, oh, wei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier oben noch einer hockt. Nee. Oh, jetzt nehme ich hier schon die Fahne von uns ein. Die sind aber viel, viel mehr. Also ich bleibe erstmal trotzdem hier. Wenn ich sehe, dass die Fahndingsbums gestoppt wird. Wo kann ich mich denn am besten hinstellen, damit ich ein bisschen besser kämpfen kann? Das war's. Schade, schade. Nein. 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 Mist. Ganze 100 Punkte. Aber wir haben es doch bald. Wie viele brauchen wir denn hier noch? Oh, das ist doch nicht mehr viel. Komm, eine gute Runde und dann haben wir es geschafft. Eine gute, gute Runde. Dann sind wir sogar noch mitten in der Zeit. Achso, wenn ihr habt ja geschrieben gehabt, Dex, sagt doch mal den anderen zwei, die sollen mal wieder mitspielen. Schreibt doch mal beim Wixwax, der hat da auch einen Let's Play-Kanal. Eigentlich, ja, ein Let's Play-Kanal nach Lust und Laune. Er macht das jetzt nicht so wie ich, aber ein bisschen mehr mit Ruhe und Gemütlichkeit, wann er gerade mal Lust hat. Schreibt ihm doch mal in die Kommentare, er soll doch mal wieder mitmachen. Oh, das war schön gebremst. Du siehst sogar gut aus. Ich mag die grüne Farbe. Was der Juki macht. Nicht. Also wir sind schon einfach runtergesprungen. Wo ist der denn, der Typ? Ist der noch da? Noch ist nichts explodiert, oder doch? Da ist er. Also wie gesagt, schreibt ihm in die Kommentare, das sag ihm doch, aber jetzt hier mal Dalli Dalli und so, ne? Nichts mehr. Oh, da war noch ein, das war doch nicht er. Das war nicht er, sondern es war seine Drohne, die mich gekillt hat mit einer Rakete. Das ist echt was. Bam, bam. Und was hältst du aus, schaffst du? Das ist doch nichts mit einer guten Runde mal schnell gespielt. Mist. Na komm schon, das schaffen wir jetzt hier. Also wie gesagt, ja, wenn ihr mal schon auf dem Kanal von Wixwax gesehen gewesen seid, oder werdet ihr bei mir in der Videobeschreibung ganz unten, müsst ihr auch Wixwax Kanal sein. Der hat ja auch ab und zu mal die Folgen, die er mit mir gemacht hat, auch mal hochgeladen. Schreibt ihr mal rein. Hey Wixwax, mach mal jetzt hier. Na, mach mal hinne. Spiel mal wieder mit. Schwanz auspacken. Nicht Mimimi. Mich doch nicht bohren. Du bist doch von mir. Ich mag das Fahrzeug. Ich weiß nicht warum. Es wird immer spannender, hier diese Fahrzeuge zu bauen. So. Denken so. Da kommt nämlich einer. Shit.
Habt ihr das gesehen? Das ist ja lustig. Der schießt auch irgendwo rüber. Ohne Sinn. Na komm. Ich mag hier nicht lang zu fahren. Ich fahre lieber rechts oder links entlang, weil wenn man hier über diesen Hügel fährt, ist man für diese paar Sekunden total nutzlos. Oder auch, man kann sich eben überhaupt nicht verteidigen. Hoffentlich sind jetzt nicht die ganzen Gegner hier auf der Seite. Oh nein, da kommen schon welche. Hoffentlich ist auch einer von meinen da. Alles perfekt. Wir müssen ihn mal. Oh Gott. Das war natürlich Abstauber. Das tut mir jetzt voll leid. Für diesen Typen hier. Mimimi, was weiß ich gar was. 8711. Die nehmen doch schon die Fahne ein. Hoffentlich kommt hier noch einer. Huch, da kommt einer. Einfach mal den Boss Blanchard betätigt. Der macht schon genug Schaden. Aber noch sind die schneller als wir. Komm in die Fahne. Ja, gut. Doch, nee, wir sind ja die Roten. Ich hab's wieder. Wir sind ja die Rote, das rote Zeichen und wir sind das blaue Team. So war das hier. Juhu. Oh, 2115. Was ist denn das? So viele Punkte habe ich noch nicht bekommen. Und deswegen machen wir jetzt auch hier Schluss. Auch wenn das gerade gut läuft. Aber... Ich habe auch wieder einen falschen Reifen bekommen, den wir eigentlich gar nicht brauchten. Und wir sind Level 16. Juhu! Bei den Engineers natürlich. Total Part Limits. Oh, das ist, glaube ich, das, ne, was ich brauchte. Das ist das, glaube ich. Van Side 2, Tin Cap. Was ist das denn hier? Pipe. Was für Pipes denn? Mal gucken. Wir wollen das mal sehen. Irgendwelche Pipes habe ich bekommen. Geil! Ich hab Pipes! Cool! Ich hab bis 50 5 Bauteile mehr, ey! Guck mal hier, so ein Rohr! Geil! Geilomania! Ich finde so welche Bauteile ja total freaky! Geil! Komm, nein, 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 so, dreh dich doch mal so um, wie ich das haben möchte! So! Hier unten kann man das gar nicht mehr dran setzen, ne? So, also. Einfach mal so als, ne? Ihr wisst ja, ohne Sinn, aber Hauptsache da dran haben. Es ist immer so, wenn ich das Bauteile das abbaue, dann ist das Ding weg. Dafür muss ich da jetzt irgendwas machen. Aber wir haben ja noch 3 Bauteile und die müsste ich dann noch irgendwie verbauen. Ich könnte hier von diesen Grills. Übrigens, kann ich das hier nicht abreißen? Und. Das dafür hinbauen? Nee, das ist nämlich kein Reifen-Dingsbums-Festhaltegerät. Na. Dann machen wir es aber so. Wir machen hier das hier hin. Und das hier hin. Das ist so umgedreht. Das ist dann auch richtig rum. Ja. Und dann noch ein Bauteil haben wir. Naja, die Rohre sehen jetzt natürlich ein bisschen dämlich aus. Weißt du, wir machen das mal hier so. So. Hat das Sinn? Sieht das gut aus? Weiß ich nicht. So. Ja, guck doch mal. Guck doch mal. Sehr schön. Seht ihr mal. Ihr seid sogar noch mit dabei, wenn ich hier diese ganzen Bauteile verbaue. Das ist doch schön. Ein Bauteil habe ich noch. Ich hätte jetzt noch diesen Carjack. Ist doch, glaube ich, das Ding, was mich springen lässt. Naja, das ist das. Erklärt mir doch mal einer, der irgendjemand, der von euch das Spiel spielt, was machen die Radars? Also man kennt das ja normalerweise, gibt das den Gegner irgendwie auf der Karte an, aber das habe ich irgendwie noch nicht mitbekommen, dass das wirklich so ist. Der Side Defender, wie geht der denn eigentlich? Kann ich den eigentlich wirklich noch verbauen? Einfach mal hier so testen hier vorne. Könnte ich sogar noch bauen. Also das heißt sogar, sehen... Ich könnte sogar noch ein Bauteil verbauen. Ein Bauteil verbauen. Sieht mal super an. Übrigens, ich habe die doch hier draußen.
nicht angezeigt. Doch. Einer fehlt uns noch. Und wir sind hier noch weit davon entfernt von Level 5. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann werden wir einen noch von diesen hier verbauen. Ich könnte eigentlich so eine Säge noch hier vorne hinknallen, ne? Aber so oft gehe ich ja wirklich nicht in den Nahkampf. Nicht mehr so oft. Das könnten wir anders lösen. Wir könnten das so lösen. Wir könnten hier oben. Das würde klappen, wenn ich das baue. Ach, das geht nicht. Okay, nochmal zurück. Dann machen wir das folgendermaßen. Der kommt einen Schritt nach vorne. Ups. Na. So. So. Wie geht das jetzt? Jetzt geht das so. Okay, dann machen wir hier den Warsplan schon wieder drauf. Natürlich jetzt weiter nach vorne gerückt, aber es macht nichts. Und dann machen wir hier das hier oben. Oh, nee, das geht nicht. Du blödes Spiel. Die hier eben, komm. Nehmen wir so eine kleine. Stören die sich dann jetzt gegenseitig? Jetzt die Frage. Testen wir mal schnell. Na? Ja. Der sitzt zu hoch. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken, wie ich den hier höher bekomme. Ich habe jetzt natürlich alle Bauteile verbaut. Der müsste ein Bauteil brauche ich noch. Das Ding sitzt übrigens so bescheuert. Ach man. So. So. So hätte es sein müssen. Das ist richtig so. Und hier müsste eins höher. Das heißt, ich müsste nämlich dann so. Wo ist das Teil? So. So. Ist mir sowieso lieber, wenn das höher sitzt, weil dann kann man immer oben drüber schießen. So. Was macht die denn eigentlich? Ich muss ganz ehrlich sagen. Wie schießt die Side Turret? Kann man die nicht hier vorne dran montieren? Irgendwo? So oben drauf? Die Frage. Side Turret. Ich würde gerne mal wissen, was die macht. Deswegen will ich mir jetzt einfach mal hier irgendwo hinknallen. So. Ach nee, kann ich das gerade nicht, oder was? Das ist einfach nur. Okay, das ist einfach eine Maschine. Also, das ist eine Machine Gun, die man so mehr oder weniger an die Seite knallt. Okay. Finde ich aber jetzt nicht so berauschend. Dann machen wir das wieder zurück. Geht natürlich jetzt nicht mehr. Okay. Das macht nichts. Also, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich und ich will da mal gucken, wie ich das hier hinbekomme, dass ich hier oben die Autokanone und hier oben noch diese kleine Lightgun drauf knalle. Das werde ich noch irgendwie hinbekommen. Also Leute, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, habe ich euch am Anfang der Folge gesagt, wenn es 100 Leute sind, die es gucken, oder wenn es einfach nur 100 Klicks sind und davon 10 Leute es gucken, jeder Mann einfach mal 10 Mal klickt, bei mir kriege ich ja auch dann 100 Klicks, sind das wenigstens 10 Daumen hoch, anstatt dann einen negativen zu bekommen, weil die sind am schnellsten da. Also gesehen, Däumchen hoch und bis zur nächsten Folge. Tschüss.